Nicole! Florian! Hi, ich bin Florian Prokop und ich habe heute 7 gute Gründe für euch, warum ihr euer Handy im Unterricht nutzen solltet. Die meisten Schulen sind so digital wie das Adressbuch meiner Oma. Ein durchschnittliches deutsches Gymnasium hat laut einer Studie 45 PCs und 23 Notebooks für durchschnittlich 907 Schüler. Von diesen Schülern besitzen jedoch 97% ein Smartphone. Warum kann also nicht jeder sein eigenes Gerät benutzen? Und wer keins hat, der kriegt eben eins von der Schule. Okay, dann bräuchte man halt noch WLAN an den Schulen, auf das Schüler auch zugreifen können, damit das private Datenvolumen nicht draufgeht. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ja klar, so ein Handy kann ablenken. WhatsApp und Games sind aufmerksamkeitssaugende schwarze Löcher. Zettel schreiben und kleine Rotzepapierkugeln durch Stifte pusten lenkt aber auch ab. Wer Ablenkung sucht, der findet sie auch, ob mit oder ohne Handy. Dann lernen wir also jetzt mal schön, uns zusammenzureißen. Ich habe einen Vorschlag. Im Unterricht ist das Handy laut und vibrationslos und liegt auf dem Platz Display nach unten. Und es wird benutzt, wenn es eben gebraucht wird. Ein Smartphone ist eine Uhr, ein Notizbuch, ein Hausaufgabenheft. Eine Möglichkeit, sich mit Mitschülern abzusprechen, Mitschriften auszutauschen, falls jemand krank ist, die Nachrichten des Tages anzusehen. Wir können damit Landkarten anschauen, haben einen Taschenrechner, könnten checken, ob Unterricht ausfällt, ob sich ein Raum ändert. Unterrichtsorganisation läuft mit Handy also eigentlich perfekt. Würde man Schüler und Schülerinnen nur lassen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in der Schule immer wieder diesen Satz gehört. Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ja, da, Wikipedia.de, Duden.de, ein Periodensystem der Elemente, das kann ich mir einfach hier aufmachen. Und dass man auf Wikipedia nicht alles vorbehaltlos glauben kann, sondern lieber auch nochmal weiter recherchiert, das weiß ja inzwischen auch jeder von uns, oder nicht? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Das war Spanisch. Zum Sprachenlernen ist so ein Handy nämlich auch schon ziemlich super. Es gibt ja ganz gute Apps, die clevere Vokabeltrainer haben. Und warum nicht mal mit einem Mitschüler der Partnerschule in Spanien oder Frankreich oder wo auch immer per Videochat ein bisschen quatschen? So können die Vokabeln auch direkt praktisch angewendet werden und vielleicht gibt es sogar eine Freundschaft obendrauf. Die Zukunft ist digital. Das klingt fast wie eine blöde Phrase, ist aber so. Mal ehrlich, wie sollen Schüler und Schülerinnen auf ihr Arbeitsleben vorbereitet werden, wenn sie nicht digital arbeiten können? Mal davon abgesehen, dass wir mit dem Handy oft besser umgehen können als unsere Lehrer, aber hey. Denkbar wäre auch eine eigene App für die Schule. Ein digitales Klassenbuch quasi. Das darf gerne mit offener, sicherer und datensparsamer Software entwickelt werden. Da könnten dann Eltern, Lehrer und Schüler kommunizieren, die Hausaufgaben des Tages checken, sehen, was im Unterricht gemacht wurde oder auch Krankmeldungen einfach durchgeben. Die Möglichkeiten sind ja da. Es ist nicht alles schön im Internet. Gewalt, Pornos, Mobbing, Nazi-Kacke, das ist natürlich nicht cool. Aber wo könnten Schüler und Schülerinnen besser einen sinnvollen Umgang mit genau diesen Dingen lernen? Wo könnten sie sich professionell damit auseinandersetzen und kriegen Unterstützung, wie mit zum Beispiel Hass umzugehen ist? Ah, richtig! In der Schule, da. Smartphones sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Also besser nicht verteufeln, sondern sinnvoll benutzen. Das waren meine 7 Gründe. Fallen euch noch mehr ein? Schreibt's mir in die Kommentare.